Herr Mahler, guten Tag. Kommen Sie mal bitte schön nach vorne. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ich muss Sie dann zuallererst mal belehren, dass Sie als Zeugen natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie strafbar machen, 55 StPO. Auf einzelne Fragen können Sie die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Erik Mahler, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Waren, Sie sind ledig, Sportökonom, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein. Und jetzt kommen wir mal zum 4.7. Mich würde es interessieren, was dann am Nachmittag alles passiert ist. Am Nachmittag, gut, also ich stand im Führerboot, also im Boot, habe das Boot gefahren. Die Hanna, die Tochter von Herrn Adler, hat dann im Sonnendeck gelegen und der Rest war eigentlich alle unter Deck. Bis dann Frau Sand aufgetaucht ist. Mhm. Ist sie zu Ihnen nach oben da zur Steuerkabine gekommen? Nee. Ich kann sie gerne mal zeigen. Ja, gern, bitte, sicher. Also hier, da stand ich, habe das Boot gelenkt. Das ist ja so ein bisschen erhöht, die höchste genau, Stelle vom Boot. Ganz genau. Und sie kam von hinten, also hier hochgelaufen, das habe ich sowieso nur gehört, irgendwie durch Krach und ist dann die ganze Zeit hin und her gelaufen und völlig aufgeregt und verheult. Und also, ja, und dann war sie auch schon wieder weg, Richtung, ob sie unter Deck ist, also Hinterhalt. Ja gut, aber dann ist er dahin, wo die Kiste steht, in der sich verschiedene Utensilien, unter anderem auch so eine Taschenlampe, wie sie am Richtertisch steht, befindet. Ja. Genau. Haben Sie denn die Angeklagte auch angesprochen, Sie mal gefragt, was mit ihr los ist? Nein, natürlich nicht. Also ich konnte ja das Boot also nicht führerlos umhertreiben lassen. Mhm. Ich stand ja da und habe das Boot gelenkt und wir hatten enges Fahrwasser und ich habe das dann auch irgendwann vergessen. Also ich möchte nur noch mal ganz klarstellen, ich war zu dieser Zeit nicht an Deck. Vielleicht war da ja überhaupt niemand und der Herr Mahler belügt uns nur. Ach. Ja. Dann sagen Sie uns doch jetzt bitte, wie Sie sich gefühlt haben, als Ihre Freundin Ihnen gesagt hat, dass sie Sex mit ihrem Ex-Freund hatte, der auch noch ihr Chef ist und dass er sie deswegen verlassen wird. Haben Sie mitbekommen, also dass Ihre Freundin da an Bord mit Ihrem Arbeitgeber, dem Herrn Adler, sexuellen Kontakt hat? Nein. Also ich glaube Ihnen das nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Sie das sehr wohl mitbekommen haben und dass Sie dann entschieden haben, dass Sie Ihre Freundin dafür bestrafen, weil sie betrogen hat. Sie sind ein starker Mann. Sie können eine erwachsene Frau über Bord schmeißen, doch nicht meine Mandantin. Ich habe niemanden über Bord geworfen. Herr Mahler, Ihre Freundin hat mit einem anderen Mann geschlafen. Und zwar auf einem Boot, auf dem Sie sich ebenfalls befunden haben. Da muss man kein besonders eifersüchtiger Mensch sein, um durchzudrehen. Ich bin nicht eifersüchtig, eigentlich gar nicht. Also jedenfalls viel weniger als Sie. Woher wollen Sie wissen, wie eifersüchtig die Angeklagte ist? Weiß ich nicht, aber zumindest weiß ich, dass sie Angst hatte, durch eine jüngere Frau ausgetäuscht zu werden. Ach, das glaube ich. Wann soll ich das denn gesagt haben? Das haben Sie mir selber gesagt. Ach, das will ich. Niemals habe ich so etwas zu Ihnen gesagt. Niemals. Doch, damals am Bootshaus. Da, kurz nach der Verlobung mit Herrn Adler, sind sie ans Bootshaus gekommen, haben mich dort getroffen, waren betrunken oder angetrunken und haben mir gesagt, na, so richtig freuen können sie sich gar nicht, weil sie schon mal hat verlassen und genau eben wegen der Jüngeren. Aber bei der Polizei, wenn ich mal Ihre Vernehmung genau durchsehe, da haben Sie von so einem Gespräch gar nichts erzählt, oder? Ja, das habe ich nicht, weil es wäre ziemlich unangenehm für Frau von Zahn. Also Herr Mahler, wollten Sie da besonders rücksichtsvoll sein oder was? Ja, wollte ich. Ich meine, was wollen Sie eigentlich noch? Das reicht doch hier alles. Ich habe Sie gesehen. Anna hat Sie gesehen, wie sie was ins Wasser geworfen hat. Das reicht doch, oder? Also ich hätte mir schon gewünscht, ein bisschen früher von Ihrem Zusammentreffen mit der Angeklagten am Bootshaus zu erfahren. Das muss ich Ihnen schon sagen. Ich würde jetzt gerne mal die Wahrheit hören, Herr Mahler. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Machen Sie uns doch nichts vor. Sie haben den Autopiloten eingeschaltet und den Tempomaten. Dann sind Sie nach unten gegangen und haben Ihre Freundin niedergeschlagen. Genau. Ja, sowas. Ich habe da oben gestanden, habe das Boot gelenkt, habe Hanna auf dem Sonnendeck gesehen und sie hat mich gesehen, bis dann ihr Vater nach oben gekommen ist. So war's. Hanna! Sie, was wollen Sie denn hier? Verschwinden Sie endlich, lassen Sie meinen Vater in Ruhe. Ich darf genauso sein wie jeder andere ja auch. Sie sind nur hier, weil Sie meinen Vater verfolgen. Warten Sie nur ab, bis der Sie sieht. Dann ruft er sofort die Polizei. Das glaube ich allerdings nicht. Ich habe mit Ihnen im Saal gesprochen und siehst du hier irgendwo einen Polizisten? Was? Hanna, das muss dich jetzt verwirren. Aber Erwachsene sind nicht immer rational, wenn es um die Liebe geht. Schau mal, ich nehme an, er will dir nicht wehtun, indem er einfach eine neue Mutter vor die Nase setzt. Darum sagt er auch, dass er nicht mit mir zusammen sein will, aber er meint es nicht so. Das ist totaler Müll. Mein Vater denkt, Sie sind total irre. Aber warum hat er die Polizei denn nicht gerufen? Verstehst du denn nicht? Er will mit mir zusammen sein. Sie sind wirklich komplett durchgeknallt, total. Nur weil er nicht die Polizei gerufen hat, heißt das noch lange nicht, dass er sie weniger hasst.
Das ist nicht so. Dein Vater, er weiß, dass ich es gut mit ihm meine. Nur, ich habe mich vielleicht bis jetzt falsch ausgedrückt. Aber ich weiß jetzt, was ich tun muss, damit er mich liebt. Warum checken Sie es nicht endlich? Mein Vater kann sie nicht ausstehen. Außerdem hat er eine Freundin. Eine Freundin? Nicole? Das junge Ding? Ja, genau. Mit der ist er sehr glücklich. Er mag ja vielleicht glücklich mit ihr sein, aber sie kann es bestimmt nicht mit ihm. Was soll das denn jetzt heißen? Wenn sie so glücklich mit ihm wäre, warum schmust sie damit in ihre Kreativgarage herum? Das ist echt das Letzte, dass jetzt noch andere Leute in ihre Lügen mit reinziehen. Das ist die Wahrheit. Ich habe Erik und sie zusammen in der Tiefgarage gesehen. Er hat sie im Arm gehalten und hat ihr vorgeschwärmt, wie toll die letzte Nacht doch gewesen ist und dass er sie liebt. Und das Flittchen, die hat gesagt, dass sie heute alles klären werden und dass sie dann zusammen sein werden. Ich glaube ihm kein Wort. Ach ja, und hat dann noch was gesagt. Von vielen heimlichen Beziehungen und einer öffentlichen. Und die ist nur gespielt. Hat noch jemand Fragen an den Herrn Mahler? Danke. Keine weiteren Fragen. Also ich glaube, schauen Sie bitte gerade mal nach, was da draußen los ist. Das ist bestimmt die Kron. Also jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Sie sind hier bei Gericht, ja? Herr Vorsitzender. Es ist die Frau Krohn, die sich mit einer jungen Dame streitet. Dann kümmern Sie sich bitte selbst darum und begleiten diese Frau Krohn aus dem Gerichtsgebäude. Okay. Ja? Noch Fragen an Herrn Mahler? Da waren wir stehen geblieben. Keine weiteren Fragen. Dankeschön. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dürfen bitte hinten Platz nehmen. Wir hören uns die nächste Zeugin an. Hanna Adler, bitte. Hanna Adler, bitte. Schatz, alles okay mit dir? Aber Sie sehen wirklich ein bisschen durcheinander, ein bisschen zerstört aus. Bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, doch, danke. Gut. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, ja? Sie heißen Hanna Adler, 19 Jahre alt. Sie wohnen in Waren. Sie sind ledig, ohne Beschäftigung. Ja, genau. Ich bin vor einem Jahr von der Schule abgegangen und seither hat sich noch nichts Passendes ergeben. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen aber, dass ihr vorgeworfen wird, am 4. Juli diesen Jahres mit einem stumpfen Gegenstand auf der Yacht Ihres Vaters die Nicole Lehmann niedergeschlagen und dann über Bord der Yacht geworfen zu haben, um sie zu töten. Geht's Ihnen nicht gut? Oh doch, Entschuldigung. Ich weiß schon, was Sie hören wollen. Als Nicole weg war, hat sie was ins Wasser geworfen. Das habe ich genau gesehen. Jetzt Moment, das geht mal ein bisschen zu schnell. Wer war wann weg? Hm? Und wo waren Sie und wo war die Angeklagte? Fangen wir so an. Ja, ich habe mich vorne auf dem Sonnendeck mit meinem Vater unterhalten. Erik stand am Steuer und da habe ich gesehen, wie Sandrine mit dem Rücken zur Reling stand. Und da hat sie unauffällig was ins Wasser fallen lassen. Wissen Sie auch, was das war? Ja, kein Mensch oder so. Irgendein Ding. Was heißt irgendein Ding? Vielleicht sogar eine Taschenlampe? Ja, ich habe nicht genauso gesehen, was es war. Es war ungefähr so groß. Und aha. Welche Farbe es jetzt hatte, ob es schwarz, dunkelblau oder dunkelgrau war, weiß ich auch nicht genau. Hanna, wir haben schon mehr als einmal über das Lügen gesprochen. Ich lüge überhaupt nicht. Also jetzt lüge ich nicht. Aha, und wann haben Sie dann gelogen? Ja, bei der Polizei. Aber da habe ich auch nicht gelogen. Ich habe nur ein bisschen übertrieben. Na, das stimmt auch nicht. Ich habe total übertrieben. Ich habe denen gesagt, dass das, was Sandrine ins Wasser geworfen hat, ungefähr ausgesehen hat wie eine große Taschenlampe. Aber das war es nicht. Das, was sie geworfen hat, war viel kleiner. Ungefähr so. Und Entschuldigung, wie erklären Sie uns diesen plötzlichen Sinneswandel? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich ja nicht immer lügen kann, um eine Person zu schützen. Weil wenn ich jemanden schütze, muss der andere ins Gefängnis. Das geht ja auch nicht. Ja, dann sagen Sie uns jetzt bitte, wen Sie schützen. Erik. Was? Ja, ich habe die ganze Zeit nur gelogen, weil Erik hat mir so leid getan, weil mein Vater ihm die Freundin ausgespannt hat. Aber jetzt will ich alles richtig machen. Was siehst du da? Erik hat bestimmt Nicole ins Wasser geworfen, weil er so eifersüchtig war. Ich weiß nämlich, dass Erik die ganze Zeit nicht am Steuer stand. Er war zwischendurch weg. Wo er war, weiß ich nicht. Aber als er wiederkam, war er total nervös. Hanna! Wissen Sie, Erik ist total eifersüchtig. Total. Das weiß ich, das habe ich irgendwann mal mitbekommen. Hauf mir den Blödsinn! Also ich verstehe jetzt auch nichts mehr. Hanna, was redest du denn da? Naja, jetzt wissen Sie alles. Jetzt sag mir endlich, was habe ich dir getan? Das weißt du doch genau. Nein, ich weiß nicht. Du hast mit Nicole geschlafen. Gott. Was soll denn das, Hanna? Die beiden waren noch mal zusammen. Natürlich haben die miteinander geschlafen. Das ist doch deine eigene Schuld. Das hast du doch praktisch dazu gezwungen. Ich? Spinnst du? Also ich komme gerade nicht mehr mit. Hm? Können Sie uns bitte mal erklären, was hier gerade los ist? Da sagst du jetzt nichts mehr. Erklär den Leuten jetzt mal hier, wo du uns reingeritten hast.
Nun, wenn die Dame hier vorne nichts sagt und Sie ganz offensichtlich auch wissen, was hier los ist, dann erklären Sie es mir doch bitte schön. Weiterhin, Sie müssen die Wahrheit sagen, nur sich selbst nicht belasten. Ja, ich habe mit Nicole geschlafen, weil wir jetzt zusammen sind. Was? Ja, damals im Juni auf dem Boot, da waren wir nicht zusammen. Da haben wir nur zum Schein so getan, als ob. Aber da war ich mit Hannah zusammen und ja, wir haben es geheim gehalten, weil Sie ihr ja verboten haben, was mit einem Angestellten anzufangen. Also jetzt mal noch mal langsam. Ich fasse mal noch mal so weit zusammen. Bei diesem Bootsausflug im Juli waren Sie eigentlich mit Hannah zusammen und haben nur nach außen so getan, als seien Sie mit Nicole Lehmann zusammen. Ja. Und warum, bitteschön? Damit Hannah Frau van Zandt losbekommt. Komme ich immer noch nicht mit. Vielleicht erzählen Sie es mal von Anfang an, bitteschön. Na, die liebe gute Hannah ist zu Hause toll und schön, alles klasse, wunderbar, braucht nichts tun, ihr Papa unterstützt sie dabei. Ist ja alles schön und gut. Und Frau van Zandt hat das spitz bekommen und macht da jetzt ein bisschen Druck. Ich habe aber lediglich vorgeschlagen, dass Carsten noch mal mit Hannah wegen der Sache mit dem Abitur spricht, dass sie es auf alle Fälle machen soll. Boah, das geht sich doch gar nichts an. Das ist mein Abitur, mein Leben. Da braucht sich keiner einzumischen. Ja, sehen Sie das mal nicht, wieso Hannah Frau van Zandt loshaben will? Ja, wie meinen Sie das loswerden? Sie möchte, dass ihr Vater eine neue Freundin bekommt. Dann steht sie nicht so unter der Fuchtel und kann tun und lassen, was sie will. Und diese Frau, die der Hannah nichts vorschreibt, das sollte Nicole Lehmann sein. Ja, genau. Die beiden waren ja schon mal zusammen. Und da hat die Hannah gewusst, dass die Nicole nichts vorschreibt und würde ja passen. Und dabei kam mir die Idee, dass ich mit Nicole zusammen bin, und um ihren Vater eifersüchtig zu machen. Ist das wahr, Nicole? Dann war das alles nur Theater? Von vorne bis hinten nur Theater? Und Sie beide, Sie haben da mitgespielt. Nicole, ja klar, weil Nicole wollte ja Carsten wieder haben. Ich war in Hannah verliebt und da macht man halt Dummheiten. Ihr habt mich reingelegt. Ihr habt mich alle reingelegt. Ich habe mich in Erik verliebt und er hat sich in mich verliebt. Jetzt haben Sie aber noch was Wichtiges ausgelassen, glaube ich. Jetzt gehen wir doch mal zurück zu dem Zeitpunkt, als Sie und die Nicole nur nach außen hin ein Paar waren und das nur vorgespielt haben und Sie eigentlich mit Hannah Adler zusammen waren und die Hannah das offensichtlich darauf angelegt hat, den Stolz ihres Vaters zu verletzen. Was sie ja dann auch geschafft hat, weil die beiden sind sich ja dann auf dem Boot auch näher gekommen und den Rest sehen wir ja. Jetzt frage ich mich natürlich, Herr Mahler, wieso Sie das alles nicht vorhin schon gesagt haben, als bei Ihrer Vernehmung die Frau Verteidigerin Sie immerhin recht heftig angegangen ist und Sie ja beschuldigt hat. Ist ja ganz klar. Ich wollte nicht, dass der, Entschuldigung, der Herr Adler hier durchdreht und mich kündigt. Ich meine, ich hatte was mit seiner Tochter und mit seiner Freundin. Ihr könnt beide die Koffer packen. Sofort. Ja, wie dem auch sei. Aber eines scheint jetzt festzustehen. Herr Mahler, Sie haben jedenfalls keinerlei Grund gehabt, die Nicole Lehmann von Bord zu stoßen. Am 4.7. zumindest nicht. Da waren Sie ja noch nicht verliebt in sie und auch nicht eifersüchtig. Im Gegenteil, Sie haben ja die ganze Geschichte sogar gefördert, dass da ein Verhältnis zustande gekommen ist zwischen dem Herrn Carsten Adler und der Nicole. Ich nehme an, Herr Staatsanwalt, Sie haben recht. Herr Mahler hatte wohl wirklich keinen Grund, Nicole Lehmann anzugreifen. Aber vielleicht gab es ja jemand anders. Was meinen Sie denn dazu, Frau Adler? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Ja, Sie haben uns doch gerade bewiesen, wie Sie reagieren, wenn Sie eifersüchtig sind, wenn Ihr Stolz verletzt ist. Sie haben Herrn Mahler beschuldigt, hier in dem Verfahren Nicole Lehmann angegriffen zu haben. Und das Ganze nur aus Eifersucht. Und jetzt sagen Sie mir mal, wer wirklich Grund hatte, Nicole Lehmann anzugreifen. Ich habe Nicole auf keinen Fall was getan. Sie hat doch alles genauso gemacht, wie ich es wollte. Das sagen Sie uns jetzt, Frau Adler. Aber woher sollen wir denn wissen, dass Sie nicht schon wieder lügen? Ich meine, Sie waren doch damals die Freundin von Erik Mahler. Und Sie mussten die ganze Zeit mit ansehen, wie Ihr Freund mit Nicole Lehmann rumturtelt. Ich möchte gar nicht wissen, was in Ihnen vorgegangen ist. Trotzdem tue ich Nicole doch nichts. Sie hat doch alles genauso gemacht, wie ich es wollte. Ja, aber das Turteln der beiden, das muss doch sehr überzeugend, sprich sehr intensiv gewesen sein, wenn sogar Ihr Vater darauf eingefallen ist. Na und? Ich habe nichts gemacht. Entschuldigung, Hannah hat echt nichts gemacht. Boah, ich brauche deine Hilfe nicht und will sie auch gar nicht. Das spielt ja gar keine Rolle. Ich habe vorhin schon gesagt, Hannah hat auf dem Sonnendeck gelegen, Musik gehört. Ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen, bis ihr Vater gekommen ist. So, ich habe Sie vorhin schon belehrt, Hannah. Und ich mache es jetzt noch mal. Sie müssen hier die Wahrheit sagen, nur sich selber nicht belasten. Und jetzt frage ich Sie noch mal. Zu dem, was Sie vorhin schon geäußert haben. Hat der Erik Mahler seinen Platz am Steuer mal verlassen? Ja oder nein? Nein, er stand die ganze Zeit am Steuer. Ja, Frau van Zandt.
auch wenn Sie jetzt in den letzten Minuten noch vor dem zurückhalten konnten, ich habe Sie nicht vergessen. Es deutet eigentlich alles wieder auf Sie. Jetzt weiter zu Ihnen. Und was ist mit Ihrer vorigen Aussage, dass die Frau von Zandt etwas über Bord geworfen hat? Das stimmt. Das stimmt. Und was hat sie nun ins Wasser geworfen? Ja, ich glaube, es war eine Taschenlampe. Also. Es war auf jeden Fall ungefähr so groß. Jetzt war es plötzlich wieder so groß. Also, das ist doch alles total. Frau von Zandt, wollen Sie uns was dazu sagen? Zu was? Ja, zu dem, was die Frau Adler gesehen haben will. Na ja, gut, ich habe da was ins Wasser geworfen. Aber es war keine Taschenlampe. Sondern es war eine Schmuckschatulle mit einer Perlenkette. Und ich meine, die ist auch länglich und schwarz. Und aus der Entfernung kann man da wohl schon denken, eine dass das vielleicht auch... Schmuckschatulle, sagen Sie. Und ja. Was für eine Farbe hatte die? Eine schwarze war es halt. Und warum haben Sie die Kette ins Wasser geworfen? Ich habe mitgekriegt, was in der Nachbarkabine da passiert ist und war schon ziemlich wütend, ja. Und diese Perlenkette, die war von Carsten. Die hat er mir zur Verlobung geschenkt. Die wollte ich natürlich nur noch loswerden. Und da habe ich sie weggeworfen. Aber das war auch alles, was ich getan habe. Ich habe mit dem Angriff auf Nicole nichts zu tun. Stimmt. Sie hat die Kette weggeworfen, aber nicht an dem Tag. Ach, das stimmt doch gar nicht. Aha. Herr Adler, Sie müssen auch weiterhin die Wahrheit sagen. Ja. Was soll das heißen? Ja, sie hat die Kette weggeworfen, aber erst einen Tag später, nachdem Nicole schon über die Reling geflogen ist. Wohin hat sie sie geworfen? In die Mülltonne. Oh, Frau van Zandt, ich glaube, jetzt wird's aber wirklich ganz eng. Und außer Ihnen kommt jetzt auch wirklich kein anderer mehr als Täter in Frage. Ich meine, der Herr Adler hat kein Motiv. Ihre Faststieftochter und Herr Marler bestätigen jeweils gegenseitig ihre Alibis. Und ich glaube Ihnen eigentlich schon, weil so, was sich hier abgespielt hat, die sind auch nicht so gut aufeinander zu sprechen, als dass sie gegenseitig für sich lügen würden. Hm? Ja, aber Sie vergessen jetzt die Frau, die sogar Carsten hier ins Gericht gefolgt ist. Aha. Also, Sie haben es doch selber gesehen. Und ich habe sie im Hafen gesehen an dem Tag. Also, Sie werden nicht glaubhafter, wenn Sie das immer wieder wiederholen. Machen wir eins nach dem anderen. Hat noch jemand Fragen an die Hanna Adler? Ich keine mehr, danke. Nehmen Sie mal bitte Platz, Sie bleiben unvereidigt. Auch der Herr Maler bleibt unvereidigt, auch der Carsten Adler bleibt unvereidigt. Wollen Sie in die andere Richtung noch irgendwelche Beweisanträge stellen? Keine. Dann habe ich einen Auszug aus dem Bundeszentralregister, kommt hiermit zur Verlesung. Keine Eintragung, also bisher nicht vorbestraft. Wenn sonst keine weiteren Erklärungen abgegeben werden, dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, die Staatsanwaltschaft ist absolut davon überzeugt, dass es die Angeklagte war, die hier die Frau Lehmann niedergeschlagen und bewusstlos über Bord geworfen hat. Es kommt schlichtweg niemand anders als Täter in Frage. Und auch die Angeklagte hatte nur das einzig wahre Motiv, nämlich die Eifersucht. Und diese Eifersucht hat sich natürlich dadurch entwickelt, weil sie selbstverständlich, so wie es auch von Anfang an der Vorwurf war, Angst hatte, ihren jetzigen Verlobten oder damalig jetzigen Verlobten an die jüngere Rivalin zu verlieren. Insbesondere ihre letzte Lüge, was sie da ins Wasser geworfen haben wollen, was sich dann ganz anders herausgestellt hat, überzeugt mich absolut von ihrer Schuld. Diese Lüge hätten sie nicht notwendig gehabt, wenn es wirklich eine Perlenkette gewesen wäre. Und hier zu behaupten, sie hätten sie ins Wasser geschmissen. Alles in allem, was habe ich hier gegen die Angeklagte zu beantragen? Natürlich zu verurteilen wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung. Ich beantrage eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren. Beantrage, Haftfortdauer anzuordnen und ihr die Kosten des Verfahrens an. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, meine Mandantin ist unschuldig. Die wahre Täterin ist die Stalkerin Miriam Krohn. Die hatte doch ein eindeutiges Motiv. Mit ihrer verschwähten Liebe und der Eifersucht, der ganzen Taten, die schon im Vorfeld passiert sind. Sie hatte sich auch schon mal aufs Boot geschlichen. Da wurde sie zwar entdeckt, diesmal nicht. Die Frau ist offensichtlich verrückt und zu allem fähig. Das ist die wahre Täterin. In der Beweisaufnahme wurde dieser Fall nicht aufgeklärt. Deswegen gilt der Grundsatz in dubio pro reo. Meine Mandantin ist frei zu sprechen. Oh, danke schön, Frau Verteidigerin, Frau von Zandt. Sie haben die Anträge gehört, Sie können sich selbst noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts getan. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil.
Die Angeklagte Sandrine van Zandt ist schuldig des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, 212 Absatz 1, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Da geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Wahren vom 7. Juli 2008 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Also ein Unfall scheidet natürlich aus aufgrund der Verletzungen. Ganz klar, die Nicole Lehmann ist niedergeschlagen, zur Reling gezerrt worden und dann von Bord geworfen worden. Und so ein Boot, das ist ja etwas sehr Übersichtliches. Da kommen nun mal nur die Menschen an Bord als Täter in Betracht. Die Frau Krohn war nicht an Bord. Sonst hätte man sie gesehen, spätestens dann, als man das ganze Boot nach Nicole Lehmann abgesucht hat. Und es entspricht ja auch gar nicht deren Persönlichkeit, dass sich irgendwo auf dem Boot nur versteckt. Die hätte garantiert, wenn sie schon mal am Boot gewesen wäre, die Nähe von Herrn Adler gesucht. Ja, bleiben also nur die anderen Menschen an Bord. Und von denen hatte eigentlich keiner irgendwie einen Grund. Es ist ja alles genauso gelaufen, wie der Erik und die Hanna das haben wollten. Es ist natürlich auch so gelaufen, wie die Nicole das haben wollte. Und der Herr Adler fand das sicher auch sehr angenehm. Und alle die anderen haben überhaupt keinen Grund mehr, jetzt sich gegenseitig zu decken. Das haben sie auch rausgehört. Das wollten sie eigentlich extra nicht, sich was Gutes hier heute tun. Und da bleiben am Ende nur sie. Sie, die ganz offensichtlich doch gesehen hat, dass ihr Verlobter mit Nicole Lehmann geschlafen hat. Das haben sie so nebenbei am Ende ja noch eingestanden. Ja? Und sie haben eingestanden, dass sie etwas von Boot geworfen haben. Mussten sie fast eingestehen, aber die Ausrede mit der Schmuckschatulle, die zieht nicht. Denn ihr Ex-Verlobter hat gesehen, dass die am nächsten Tag erst in der Mülltonne war, also nicht von Bord gegangen ist. Und ihre Reaktion passt dazu. Es war ihnen irgendwie gleichgültig, als alle anderen nach Nicole gesucht haben. Aber sie waren sehr erleichtert, als sie erfahren haben, dass sie eine Amnesie, also eine Erinnerungslücke hat, weil sie genau wussten, sonst hätte sie nämlich identifizieren können. Das Ganze ist allerdings kein versuchter Mord, sondern versuchter Totschlag, weil Heimtücke ihnen nicht nachweisbar ist. Der Schlag kam von vorn. Wir können also daher nicht ausschließen, dass es zunächst noch zu einem Streit kam, von dem sie heute nichts mehr wissen. Niedrige Beweggründe, ja klar, waren sie geleitet von Hass, Wut, Verlustangst. Aber sie haben gerade kurz vorher mitbekommen, dass die Nicole mit ihrem Verlobten geschlafen hat. Und ich meine, die Verzweiflung ist dann menschlich irgendwie nachvollziehbar und nicht auf niedrigster Stufe stehend. Und deshalb kommen wir zum versuchten Totschlag. Emotionaler Ausnahmezustand, diese verständliche Verlustangst, so kommen wir zu einer, für einen versuchten Totschlag, meine ich, relativ milden Strafe von 7 Jahren Freiheitsstrafe, wie vom Herrn Staatsanwalt beantragt. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja, eine Verlobung, die hilft halt einfach nicht gegen Verlustängste. Das ist wie mitten im Boot. Bei einer Verlobung sitzt man auch in einem Boot, nur dass jederzeit noch einer von Bord gehen kann. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen.